Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Zu Beginn erstmal direkt die Auflösung vom gestrigen Gewinnspiel. Da hatte ich mal so ein kleines Special gemacht und gleich fünfmal das große Lebkuchen-Set verlost. Und die fünf Gewinner sind einmal der Hardcore-Rudi, der Mr. Alex, der Sven, der XXSPRXX und der Bench YouTube. Herzlichen Glückwunsch an euch und da ja schon morgen Weihnachten ist. Und wie schnell ist bitte die Zeit vergangen? Morgen ist schon Weihnachten, das heißt also, morgen endet mein großes Adventsgewinnspiel. Dort könnt ihr dann also eine Konsole eurer Wahl gewinnen, also zu Weihnachten großes Weihnachtsgeschenk, eine Konsole deiner Wahl. Du sagst dann zum Beispiel, jo, ich will eine Playstation haben oder wenn du schon eine hast, zum Beispiel auch eine Xbox oder eine Nintendo Switch, könnt ihr gewinnen. Also wenn du die zu Weihnachten haben möchtest, dann musst du einfach nur ganz kurz in den Fortnite-Shop gehen und dort Snoxy als Creator eintragen. Snoxy, mein Kanal, so ja wie auch mein Kanalname ist und ein kleines I ans Ende dran, ist eigentlich auch egal, ob ihr das groß oder klein schreibt, einfach nur Snoxy dort eintragen und mit eurem Handy dann ein Foto davon machen, wie dort Snoxy drin steht und mir das auf Instagram schicken. Auf Instagram heiße ich Snox. Einfach als private Nachricht schicken oder mich auf ein Foto markieren. Ich versuche auch so viele Nachrichten wie möglich zu lesen und zu beantworten, aber keine Sorge, selbst wenn ich eure Nachrichten jetzt nicht gelesen habe, ihr nehmt natürlich automatisch trotzdem teil, also jeder, der mir einfach eine Nachricht schickt, nimmt automatisch am Gewinnspiel teil und kann dann gewinnen, also keine Sorge, falls ich das jetzt noch nicht gelesen habe, ja genau, einfach das Snoxy dort eintragen, mir das Bild davon auf Instagram schicken, wie ihr mich dort eingetragen habt und dann könnt ihr bis morgen Abend die Konsole eurer Wahl gewinnen, also ein cooles Weihnachtsgeschenk haue ich hier nochmal für meine Community raus, finanzieren tue ich das Ganze nur über den Creator, das heißt also, ich zahle das komplett aus eigener Tasche, ich zahle das alles selber, die ganzen Gewinne hier, also ja, wenn ihr mich unterstützen wollt und wollt, dass ich weiter so coole Gewinnspiele mache, dann einfach nur Snoxy dort als Creator eintragen. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen und würde sagen, wir fangen dann jetzt mal direkt mit dem heutigen Fortnite-Shop an und dort haben wir einen recht überraschenden Skin drin und zwar, ihr seht schon den Grimby, einen Skin, der irgendwie aus dem Nichts kommt, so ein kleiner Gnom, werde ich euch gleich zeigen. Wir fangen aber wie immer erstmal auf der linken Seite an, dort haben wir heute noch weiterhin das gesamte Lebkuchen-Set drin, heißt also, wir haben den männlichen Lebkuchen-Skin, den weiblichen Lebkuchen-Skin, natürlich beide mit ihren Backpacks und dann noch die Hacke, diese Plätzchenform, mal kurz den Sound. Und dann noch den Gleiter, die Lebkuchen für 500 V-Bucks, auch ein ganz cooler Gleiter, allgemein ein ziemlich cooles Set, besonders diese angebrannten Stile hier sind halt richtig geile Skins, kann ich also auf jeden Fall empfehlen, sich die zu holen, wenigstens einen der beiden würde ich mir auf jeden Fall holen, man bekommt ja diese vier Styles noch dazu. Und dann kommen wir jetzt zum Highlight meiner Meinung nach des heutigen Tages, nämlich dem neuen Gnome-Skin, er heißt Grimby, kostet 1200 V-Bucks, was ein extrem guter Preis ist, dafür, dass er nämlich nicht nur einfach ein Skin ist, sondern er hat auch noch einen Backpack dazu und was dann auch noch ziemlich cool ist, ist, er hat einen Stil. Ihr seht schon hier, er hat auswählbare Stile. Ich habe mir den Skin schon gekauft, deswegen kann man das jetzt gerade nicht sehen, aber ich werde es euch natürlich direkt mal kurz zeigen. Ich habe ihn mir nämlich übrigens gekauft, weil ich natürlich in den Shop wieder reingestreamt habe, deswegen ja, da kaufe ich mir immer die Skins und zeige sie euch direkt. Hier ist der Skin und ich zeige euch natürlich mal direkt auch den Stil. Da seht ihr schon, er hat nämlich so leuchtende Augen, richtig creepy, diese glühenden Augen, die er da hat. Schaut echt böse aus, davon bekommt man ja Albträume. Genau, also sonst ändert sich am Skin eigentlich nichts. Er hat halt nur hier diese leuchtenden Augen. Schaut aber ziemlich cool aus, wie ich finde. Und das für einen 1200er Skin ist eigentlich ein extrem guter Preis. Gab es, glaube ich, noch gar nicht. Also, dass wir wirklich einen 1200er Skin hatten, der auch noch ein Backpack dazu hat, so eine Lampe, die auch noch reaktiv ist. Die leuchtet nämlich im Dunkeln. Steht ja auch hier, erhellt die Nacht, die ist so reaktiv. Und dann haben wir noch einen Skin und der hat auch nochmal halt diese Stile. Finde ich ziemlich cool gemacht. Der Skin ist natürlich eher so ein Troll-Fun-Skin. Ich finde auch besonders das Gesicht ist riesig groß. Ich werde mit euch am Ende hier nochmal kurz eine Runde spielen. Da werdet ihr sehen, wie riesig der Kopf einfach ist. Der ist gigantisch groß im Vergleich zu den anderen Köpfen. Werdet ihr dann gleich auch noch sehen. Erstmal zeige ich euch aber noch die neue Hacke, nämlich den Kälteeinbruch. Für 800 V-Bucks finde ich diesen Stiel hier ziemlich geil. Also dieses Eis, was da dran ist. Ansonsten, ja, wie gesagt, die Hacke ist auch, glaube ich, reaktiv. Zeigt mir ganz kurz den Sound. Genau, also schaut eigentlich ziemlich cool aus, ist jetzt nicht die krasseste Hacke, aber finde ich passt zum Skin eigentlich ganz gut und ja, dieses Blau hier, finde ich, schaut auf jeden Fall ziemlich heftig aus. Und dann kommen wir jetzt schon zur rechten Seite des heutigen Shops, die gehe ich mal ganz schnell durch, sind jetzt keine besonders spannenden Items drin, schon jetzt des Öfteren die Luftgitarre. Dann noch der Libre-Gleiter, das ist ja quasi der Gleiter von den Wrestling-Skins. Finde ich eigentlich noch ganz cool, ich finde den auf jeden Fall besser als die Wrestling-Skins selber. Dann haben wir noch den Skorpion-Skin drin oder Scorpion, ein ziemlich cooler Skin für nur 800 V-Bucks, guter Preis auf jeden Fall. Dann noch die Überlebenskünstlerin, ich weiß nicht, viele feiern den Skin, ist persönlich einfach nicht meins, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Dann noch den Brüll-Emote, war jetzt schon eine Weile nicht mehr drin. Dieser Dinosaurier.
Genau. Und dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages den Eisbrecher drin für 500 V-Bucks. Eine schöne kleine Hacke, spiele ich sehr gern. Ich bin ja ein Fan davon, wenn die so ein bisschen ja, schmaler sind und ja nicht so den ganzen Bildschirm einnehmen. Deswegen ja, kann ich diese auf jeden Fall empfehlen. Und jo, das war es dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ihr könnt auch wieder jetzt rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop so fandet. Also top oder flop. Und ich werde jetzt natürlich noch schnell mal in-game gehen. Vorher muss ich aber noch den Skin natürlich auswählen, sonst kann ich ihn euch schlecht zeigen. Also zack, haben wir ihn erstmal ausgewählt. Dann noch den Backpack dazu. Und zack. Und die Hacke haben wir drin, also let's go in Solo. Da kann ich euch nämlich so ein bisschen besser den Größenvergleich vom Kopf zeigen, also wie groß wirklich dieser Kopf hier ist. Wir sehen uns, würde ich sagen, gleich in-game, wenn hier die Spielersucht geladen hat. Es ist gerade nachts um 5 Uhr, deswegen, ja, oder schon fast morgens um 5 Uhr, Leute, es ist fast morgens um 5 Uhr. Deswegen, ja, sehen wir uns gleich, das dauert es immer die Spielersucht ein bisschen, also bis gleich. Und zack, da seht ihr schon, wir sind in-game und genau, die beiden Sachen, die Laternen, die beiden leuchten in-game. Und ich stelle mich mal einfach hier kurz neben einen Gegner daneben. Dann seht ihr so den größten Vergleich vom Kopf. Ey, what the fuck? Schau euch das mal an, wie riesig einfach der Kopf hier im Vergleich zu den anderen ist. Ich bin einfach, mein Kopf ist so viel, viel breiter und viel, viel größer als der von all den anderen Spielern. Finde ich ziemlich heftig gemacht, dass der wirklich, ich denke mal, der würde keine größere Hitbox haben, aber schaut auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ist mal halt was ganz anderes, gab es in so einer Form noch gar nicht. Ich springe auch direkt gerne mal raus, dass wir uns das ganz kurz anschauen können, wie das hier so auf dem Boden ausschaut. Ansonsten ja, die Sachen, die Laterne und, also auf dem Rücken die Laterne und die Laterne am Stock, die leuchten halt. Finde ich, ist wieder eine ganz coole Sache auch, dass wir mal was Neues hinzugefügt haben, dass sie halt in der Nacht leuchten. Ich lade einfach mal kurz hier am Rand, ist jetzt egal die Runde. Ich will euch ja nur mal ganz kurz hier die Sachen zeigen. Ich baue jetzt einmal kurz mit der Spitzhacke ein bisschen was ab, dass ihr die mal in-game seht. Genau. Ist für mich wahrscheinlich eher so ein Fun-Skin, den ich mal ab und zu spiele. Wird kein Skin sein, den ich besonders häufig spielen werde. Aber ich kann mir vorstellen, dass er sogar vielleicht selten wird, weil ich glaube, das ist ein Skin, den sich nicht so viele Leute holen. Ich finde ihn vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall absolut in Ordnung. Für den Skin hier 1200 V-Bucks plus die Laternen plus, oh, guck mal, die Sonne ist gerade aufgegangen. Da sind die Laternen ausgegangen. Ja, 1200 V-Bucks für den Skin plus die Laterne plus, dass es halt so leuchtende Stile gibt. Also, ja, finde ich cool. Und, ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich gehe nochmal kurz hier in die Lobby zurück. Wir haben nämlich auch die neue Quest heute bekommen, die kann ich euch auch nochmal kurz zeigen für den heutigen Tag. Man muss nämlich Leute mit Schneebällen abwerfen. Und zwar haben wir in den Neuigkeiten 14 Tage Fortnite, triff einen Spieler mit einem Schneeball in unterschiedlichen Matches. Das muss man viermal machen und dann bekommt man diesen Schneemann-Emote hier. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr könnt gerne noch heute den letzten Tag dann am Gewinnspiel teilnehmen. Bis morgen Abend müssen wir einfach nur das Bild senden, wie ihr Snoxy als Creator eingetragen habt. Könnt ihr auch hier oben von machen oder halt, wenn ihr auf einem Skin seid, einfach davon ein Bild machen mit eurem Handy und mir das auf Instagram schicken, auf Instagram heiße ich Snox, alternativ auch gerne über die E-Mail oder über Twitter und ja, dann könnt ihr, wie gesagt, morgen die Konsole eurer Wahl gewinnen. Macht es einfach schnell, geht gleich kurz in den Fortnite Shop, tragt es ein, würde mich auf jeden Fall sehr supporten und da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag, wir hören uns heute Abend wieder zum Stream in den neuen Shop rein, Stream quasi in Weihnachten rein, wird auf jeden Fall nice und ja, bis dann, macht's gut, haut rein und tschüss!